Hallo meine schleimigen Zuschauer, willkommen zurück zu Slime Ranger. Ja, in der Folge 30 sind wir jetzt angelangt und es ist voraussichtlich heute die letzte Folge Slime Ranger. Warum ist es die letzte Folge? Ja, wir haben die Story durch, wir haben alle Slime-Tore offen, wir haben definitiv auch alle King Slimes. Dazu bin ich mir eigentlich abgrundtief sicher. Slimes können wir hier durchgehen. Es fehlt uns zwar nur noch ein einziger. Ein einziger Slime fehlt uns noch, aber wo der zu finden ist, leider keine Ahnung. Aber ich mache das mal so, Freunde, damit ihr jetzt nicht sagt, oh, schade und so. Ich werde offline noch ein bisschen weitersuchen, weiterspielen. Und wenn ich denke, das passt zusammen, mache ich noch eine Bonusfolge, wo ich euch dann noch zeige, was ich noch alles gemacht habe und was ich gebaut habe und was ich noch so entdeckt habe. Heute möchte ich jetzt einfach mal... Das heißt, wir können einfach mal zu den verschiedenen Jobs mal nochmal gehen. Also wir haben ja so Jobangebote bekommen. Die möchte ich jetzt mal heute nochmal ein bisschen spielen. Dazu muss ich hier rein. Okay, das mit den Kristallen an der Decke ist mir neu, aber okay. Ja, wir gehen jetzt mal hier hin. Zur lieben, ich habe ihren Namen jetzt leider wieder vergessen. Zu lieben Mochi Mais. Oder Mochi Mais. Muss ich mich wirklich wiederholen? Nimm den Teleporter in flinke Tat und fang damit alle Quecksilber-Slimes ein, mit elektrischen Ladungen zu beschießen, ja. So. Schauen wir mal, ob wir das jetzt mal heute schaffen. Vielleicht ein bisschen voranzukommen. Ich habe das schon lange nicht mehr gespielt hier. Na komm, jetzt müssen wir sie wieder beschießen. Dazu brauche ich glaube ich auch erstmal eine Ladung, oder? Ich weiß leider nicht mehr, wie das geht. Aber mal, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ach so. Ich musste erst diese Dinge einsammeln, alles klar. Ich muss aber schon ein bisschen mitreißen mit denen, weil sonst... Okay, die verpuffen sehr schnell. Aber man sollte sich aber nicht von den Blitzis treffen lassen. Die verschwinden so schnell, deren Blurts.
Ding, 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 ding. So, dann haben wir das geschafft. Wir haben 42 Stück gesammelt. Das, ich finde das spaßig ohne Ende. Auch wenn man den Viechern einen, ja, wenn man den Viechern einen Elektroschock verpassen muss, damit die ihre Plurts fallen lassen. Finde ich aber ein grandioses Minispiel. Ich muss erstmal schauen, wo es hier wieder rausgeht. Da. So, dann wollen wir mal. Nicht mehr viel. Und dann haben wir einen Pluspunkt bei Mochi. Ich keine Ahnung, wie man die ausspricht. Oder Mochi. Oder so ähnlich, was ja Asiatin ist. So, dann wieder hier verlassen. Unseren mutierten Freund geht es immer noch gut. Das finde ich super. So, wir können jetzt erstmal ganz kurz mal wieder Plurts einsammeln. Also mal ganz ehrlich, die Pink Plurts und so weiter, die müssen wir, glaube ich, behalten, weil die brauchen wir ja für, leider für den Generator, also den Dekorierer und so weiter. Essen haben sie noch. So. Aber bitte nicht traurig sein, wenn das die letzte Folge ist. Ich meine, wir haben jetzt schon sehr viel erreicht. Und irgendwann muss jedes Let's Play mal zu Ende sein. Auch Slime Ranger. So, weil die brauchen wir jetzt aktuell nicht. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Das habe ich jetzt übersehen. So, wir müssen auch ein bisschen Geld machen, weil wir müssen ja noch alles von der Seven Sessen Corporation alles aufkaufen. Mir sehr viel Geld machen. So. Habt ihr auch wieder was fallen lassen, ihr zwei? Nö. War ja klar. Aua! Aua! Pass auf, wo du mit dem Feuer dahin gehst. So, mal die Tanks jetzt mal wieder geleert. Das finde ich super. Ja, das machen wir jetzt bis in die Nacht hinein. Und warum? Weil ich es kann. Bringt ganz schön viel Money, die Säbelzahnplatz. Was danach für ein Spiel kommen wird, das wird eine Überraschung wieder werden. Also ich kündige jetzt nicht irgendwelche Spiele an, weil dann kann ich es nachhinein nicht einhalten. Deswegen wird es eine Überraschung. Also, wie gesagt, nicht böse sein. Sagen wir mal so. Wenn es euch ja nicht passt und so weiter, okay, dann kann ich es verstehen. Wenn ihr sagt, ja, okay, ja, toll, Überraschung, wir wollen schon wissen, was du uns zeigst. Uns spielen mit uns präsentieren willst. Nee, muss ich nicht immer. Ganz ehrlich.
Überraschungen sind viel besser. Das könnt ihr mir glauben. Hand aufs Herz. Überraschungen sind immer besser. Hier muss ich, glaube ich, die Befütterung auch ein bisschen langsamer machen. Also wir stellen jetzt nicht den Betrieb komplett ein, aber sagen wir mal so. Wo ist denn das gute Stück hier? Hä? Haben wir das gar nicht hier, wo ich einstellen kann, wie schnell sie gefüttert werden? Ach, hier ist ja schon so. Okay. Habe ich nicht bemerkt. So, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Also da ist unser einzelner Säbelzahn, der Wisch. Und das sind die. Achso, die werden schon wieder rot, wenn ich im Wasser bin. Alles klar, die sind ja nackt, die Schleime, deswegen schämen die sich ja. Ich meine, wie würdest du reagieren, dass du, wenn du gerade im See nackt baden bist und da springt jemand dazu, den du gar nicht kennst? Ich glaube, da würdest du auch rot werden vor Scham. So, wir gehen nochmal darüber, weil wir brauchen noch die restlichen Schleime dort. Das ist einfach jetzt knallhart. Hier heißt es so schön, hard aber holy. Und ich bin mehr als nur ein YouTuber, ich bin ein Genießer. Nee, Spaß. Was ich mit meinem Motto meine, ist einfach, ich kommuniziere gerne mit euch, wenn natürlich Kommentare da sind. Ich beantworte die immer. Auf jeden Aufruf freue ich mich auch ganz doll immer. Dafür bin ich auch dankbar. Warum sollte ich nicht dankbar sein? Ganz ehrlich, zeigt mir einen YouTuber, der nicht dankbar ist über Kommentare und Aufrufe. So, dann haben wir wenigstens ein bisschen wieder für Ordnung gesorgt. Nochmal zu denen dahin. Dann denke ich mal, ist es bei denen auch ordentlich jetzt. Da fühle ich sich auch besser, wenn ihr Blurt weg ist. Hier sind die Rankblurts immer noch unheimlich, muss ich dazu geben. Mal jetzt mal ein bisschen Futter mit ein für die Pink Slimes. Die werde ich offline noch, während ich das Ganze noch dann später privat spielen werde, noch gebrauchen. Also ich muss einfach nur sagen, genießt jetzt einfach noch diese Folge, weil wie gesagt, das ist jetzt offiziell die letzte. Und wenn ich ein bisschen privat gespielt habe, dann gibt es noch eine Bonusfolge, wo ich euch das noch zeige, was ich noch so angestellt habe. Und dann ist endgültig Schluss mit Slime Ranger. So. Tagesbrunch Chroma. Abendzeit Chroma. Aha. Wildwuchs Upgrade. Upgrade. Also der Wildwuchsbereich würde dann geupgradet. Okay. So, jetzt mal zurück zu den Pink Slimes. Die brauchen ja schließlich ihr Futter.
hoffe, sie nehmen auch Quattrum-Beeren. Quattrum-Zitronen. So, wir müssen allgemein wieder ein bisschen ernten. Also wie gesagt, ich werde schauen, dass ich bis zum bestimmten Punkt bei jedem anderen Slime-Farmer gut gestellt habe. Und dann werde ich schauen, dass ich noch die eine Drohne wenigstens kriege, dass ich euch wenigstens zeigen kann, was die für eine Funktion die Drohne hat. Und dann ist auch irgendwann Schicht im Schacht dann komplett, wie gesagt. Okay, die mögen die Herzrüben. Wir füttern jetzt nochmal alle Schleims. Der Spielstand bleibt ja zum Glück erhalten. Auch wenn ich das Spiel deinstallieren sollte mal irgendwann. Sagen wir jetzt nochmal alles ein. Ja, die kann ich eigentlich verbrennen, damit die auch Futter haben. So. Mal kurz die Feuerplörts einsammeln. Aua. Habe ich verdient, danke. So, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, wo habe ich nochmal überall Obstplantagen? Ja, okay, muss ich jetzt nicht unbedingt alles jetzt ernten. Wie gesagt, wenn es schon die letzte Folge ist, da gibt man sich noch so richtig Mühe und dann ist Schicht im Schacht. So, mal ganz kurz zu den anderen Job noch gehen. Mache ich jetzt nochmal. Bei den einen etwas älteren Herren, sag ich mal. Okay, was muss ich da machen? Ach ja, stimmt, die komischen Bären einsammeln. Okay. Mach mal. Aua! Hau ab. Oh Gott, das wird ein Problem. Ja, ja, aua, aua. Dann zeige ich euch noch, wie man den Job macht. Da muss man nicht diese lilanen Bären einsammeln, diese Kodadobas. Da habt ihr was zum Spielen. Ich muss halt aufpassen, dass mich die wilden Schleime da nicht erwischen. Ja, die ist zerpufft. Also ich bin jetzt nicht hektisch und renne hier rum, sondern ich schaue schon, wo was sein könnte. Na komm, komme ich da hoch? Nee, komme ich nicht. Ja, ja, ich weiß schon, ihr seid schon wieder auf mich aufmerksam. Ihr seid's. Angriffslustig. Da spielt mit dem. War ich da gerade? Komme ich da gerade her? Ja, ich komme da gerade her. Oh, hau doch ab. Ich kann nicht mehr feuern. Oh oh. Nein, nicht die Bären zerschießen. Aua.
Ah, lass mich in Ruhe, böser Slime. Hi. Oh, da sind viele. Hui. Oh, ich schaff das hier rüber. Komm schon. Uah. Aufpassen, meine Ausdauer ist mal auffüllen lassen. Ich weiß nicht, ob diese Kokatoba-Bären, ob die nachwachsen irgendwie oder nachspawnen. Aber wir suchen jetzt so viele zusammen, wie es nur geht. Wäre ja gelacht, wenn es nicht so wäre, oder? Ne, ich schaue erstmal da drüben. Hör auf zu rennen. Okay, da ist der aktive Teleporter. Aber ich möchte schon ein bisschen mehr mitnehmen als nur 13 Stück. Ja. Aua. Ui, au, au, au. Aua. Sei doch nicht so grob zu mir. Bin doch auch nur ein Mensch, habe auch nur Gefühle. Schau, wo überall welche sein könnten. Ja, das bringt mir jetzt nichts. Oh. Ja, hallo, ihr Miezi-Slimes. Wo könnte noch welches sein? Autsch. Aua. Hört auf, von mir zu knabbern. Ich bin doch. Aua. Oi. Kann ich die öffnen? Ja, das mit den Schatzknacker, da haben wir immer noch keinen passenden gefunden irgendwie. Das finde ich echt schade. Das wird heute ein bisschen längere Folge, Freunde, nicht wundern. Es müsste sogar am Freitag kommen, diese Folge. Oh, ganz schnell durch. Ui. Ja, die sind irgendwie harmlos, die zwei. Mist. Schau, die sind gut gelaunt. Die tun uns nichts. Okay, ich hoffe mal, dass ich jetzt den Teleporter wieder finde. Irgendwie habe ich jetzt Geld abgezogen bekommen, oder was war das jetzt? Ich weiß nicht, was es mit das auf sich hat. Ich habe keine Ahnung. Ich kann die Früchte da nicht reinschießen, seht ihr? Ich habe keine Ahnung, wozu die da sind, die Dinger. So, hier ist der funktionierende Teleporter und wusch. 20 Stück kann man wenigstens bekommen. Und wir kriegen davon wieder seinen Tofu. Ich weiß aber nicht, was man mit dem Tofu macht. Essen kann man ihn nicht.
So, jetzt haben wir haufenweise Tofu. Lecker, lecker, lecker Tofu. Was ist das für ein Ding, Zeug da drin? Alles klar. Und das ist eine Farm. Ich kann den seine Farbe auch ändern. Milchshake. Wählen. Da hat er Milchshake jetzt als Deko. So, sind wir wieder zurück zu unserer Farm. Dann haben wir uns jetzt die beiden Jobs noch angeschaut. Ja, da ich gehe wieso gerade falsch. Nur so by the way. Mögt ihr Tofu? Ich glaube nicht, dass die Tofu mögen, oder mögt ihr Tofu? Leute, die mögen Tofu. Okay. Slimes mögen Tofu. Ist wahrscheinlich so ein Tierriegel. So, aber meine Freunde. Dann würde ich mal sagen, hoffentlich hat euch dieses Spiel Spaß gemacht. Mir definitiv auch. Und ich hoffe, der lieben Cindy auch. Und ja, mein Fazit für dieses Let's Play. Sehr schöne Erkundungsmöglichkeiten. Süße Slimes. Sehr viel zum Bauen. Finde ich super. Für jeden ist auch lohnenswert zu kaufen, Slime Ranger. Und ich würde mal dann sagen, bis zum nächsten Haupt-Let's Play. Lasst euch, wie gesagt, überraschen, was es wird. Und bis dahin. Gehabt euch wohl. Ach ja, PS. Das muss ich leider erwähnen und das will ich erwähnen. Für mich als YouTuber 10 Aufrufe und Kommentare mehr als Abos und die YouTube-Bewertung. Nur mal so nebenbei erwähnt. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Tschüss, tschüss. Euer Holy Diver.